Fangen wir an mit der Pressekonferenz. Ich begrüße Sie recht herzlich nach diesem 261. Franken-Derby. Ich begrüße auch beide Cheftrainer auf dem Podium, Stefan Huttenbeck und Alois Schwarz, und bitte den Trainer der Gäste wie immer um den ersten Kommentar zum Spiel. Ja, guten Tag von mir oder guten Abend. Heißes Derby, sehr hartes Spiel, viele Zweikämpfe geführt von beiden Teams und dadurch, dass beide Mannschaften so im Spielaufbau auch wenig riskiert haben, ein sehr rasantes Spiel, ein sehr schnelles Spiel, weil es halt schnell wieder hin und her ging, mit tiefen Bällen. Und ja, es war heute sehr, sehr eng und die Mannschaft hat halt alles reingehauen gegen eine Mannschaft von Nürnberg, die mit viel Wucht einmal versucht hat, wieder zu attackieren, Druck auszuüben. Zu Beginn kam er nicht so ganz zurecht damit, da haben wir die Kontaktion dann auch nicht gut gefahren, aber mit dem 1-0 war es dann ein Tick besser gewesen, war ein bisschen besser im Spiel gewesen. Was heute gut war, wir haben die Standards insgesamt ordentlich verteidigt. Es gab eine Großchance in der ersten Halbzeit, diesen Lattenkopfball, aber ansonsten haben wir trotz der Vielzahl der Standards es ganz gut gemacht. In der zweiten Halbzeit finde ich, wir haben, glaube ich, bis zur 70. Minute Gegner so auch neutralisiert, machen dann unser Tor. Aus dem Spiel heraus haben wir da nicht viel zugelassen. Nach dem 2-0 hat der Gegner dann schon auch gerade dann über unsere rechte Seite ein paar Möglichkeiten kreiert. Da haben wir Glück gehabt. Schlussendlich aber erst nach dem 2-0. Und wir sind einfach zufrieden heute, dass wir die 3 Punkte eingefahren haben. Dass wir jetzt 10 Punkte haben, haben wir am Freitag das nächste schwere Spiel gegen Sandhausen. Und Derby haben wir gewonnen. Wünsche trotzdem Alois für die Zukunft jetzt erstmal alles Gute. Und vielen Dank. Vielen Dank. Alois, bitte. Ja, Stefan hat es ja gut gesagt. Also es war ein sehr kampfbetontes Spiel von Anfang an, wo wir eigentlich das umgesetzt haben, was wir eigentlich auch machen wollten. Wir haben den Gegner auch wirklich hinten reingedrückt. Wir hatten, glaube ich, in der Halbzeit schon 19-0 Ecken. Das spricht auch ein bisschen für sich. Also wir haben die Möglichkeiten nach den Standards, die wir zweimal hatten, leider nicht nutzen können. Einmal an die Latte, einmal war er dann knapp drüber. Ja, und dann kommt es oft so, wie es dann kommt, bei uns gerade. Ja, du kriegst dann aus heiterem Himmel eigentlich dieses Tor. Der Ball geht an die Oberkante der Latte, wir schauen nur zu. Anstatt wir den Ball weiter verteidigen und der erste richtige Schuss aufs Tor ist eigentlich drin. Dann haben wir uns auch viel vorgenommen, aber letztendlich auch bezeichnen, das ist ohne rumzujammern, aber wenn es mal so ist, ja, dann beim zweiten Tor erst steht der Schiri im Weg, dann wird er noch so unglücklich abgefälscht, dass er hinten reinfällt, das ist oft bezeichnend. Letztendlich muss ich sagen, auch wenn man die Statistiken sieht, wie viel 21-10 Torschüsse, 12-3 Ecken, haben wir schon viel auf Abschluss gespielt, aber haben einfach erst mit dem Abpfiff praktisch dann das Tor getroffen. Hätten wir das vielleicht früher gemacht, denke ich, wäre es vielleicht nochmal richtig spannend geworden. Wir sind natürlich sehr, sehr enttäuscht. Wir haben uns viel vorgenommen, gerade auch fürs Derby, um wieder Selbstvertrauen zu tanken. Insgesamt, inhaltlich hat die Mannschaft ein sehr gutes Spiel gemacht, aber wenn man einen Strich drunter macht, haben wir uns verloren und bringt uns natürlich nicht weiter. Dankeschön. Vielen Dank. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Dann bitte ich um kurzes Handzeichen. Das sieht nicht so aus. Dann wünsche ich allen einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.